und heute spielen wir wieder einmal auf der Xbox Minecraft in Minningen. Ja, die Stadt hat sich erweitert und ihr seht ganz rechts ein zerstörtes Haus. Das war von Helena und sie wollte es in die Luft sprengen. Und ja, ich habe, wie ihr seht, unsere Stadt erweitert. Also hier haben wir aufgehört, also bei der Eisdiele, Minninger Eisdiele. Und zwar, das ist Haus Nummer 6. Oh, da habe ich auch kein... Also doch, da habe ich die Hausnummer... Nein, das... Okay, dann tun wir mal hier die Hausnummer. Ja. Wie ich nenne es... 23. So, und das tun wir weg. Und das nenne ich... Minninger Asien Restaurant. A-I-N. Und dann Asien Restaurant. Restaurant. Oder ich lasse das hier mal. Asien und dann Restaurant. Ja, das ist das Minninger Asien Restaurant. Und ich zeige euch mal von innen. So, das hier ist der Koch. Und das hier ist, also guten Tag. Und ja, hier gibt es, also das vertausche ich irgendwann mal zu Rom. Weil das Ruhrgebiet den Koch ab und hier ist die Kasse. Ja, hier sind Wasserflaschen. Ich weiß nicht mehr, wofür ich das nochmal brauche. Als zum Trinken. Ja. Ja, das ist Minninger Asien-Restaurant und der Eigenbullen weiß nicht, was er macht. Und hier sind zwei Plätze frei, und zwar für mich und Helena. Hier, also das waren mal die Plätze von mir und Helena, aber jetzt haben wir zwei Eigenbullen besetzt und ich lasse mich darüber nicht ärgern. So, das war das Minninger Asien-Restaurant, das ist ja Haus Nummer 23. Hier wohnt Familie Herrn. Und da steht auch Theater, also hier wohnt Familie Herrn. Und hier ist da, und wenn man hier oben hineingeht, ist das Theater. Also hier haben wir Zuschauer und ich und Helena, und hier gibt es auch wieder zwei Plätze frei, wo ich und Helena zusehen können. So, hier sind zwei solche Lautsprecher. Und wenn man die Schallplatte einlegt, sieht es aus, als ob die Musik laut ist. Und hier oben haben wir nochmal eine Leiter. Und bei der Leiter, und wenn man am nächsten Stock ist, sieht man hier eine Umkleideraum. Hier ist eine Umkleidekabine, zum Beispiel, wenn ich das hier zum Beispiel anziehen möchte. Dann ziehe ich das auch an. So. Und dann komme ich raus und schon bin ich Steve. Juhu. Ja. Okay, ups. So. Bumm. Bumm. So, ja, hier kann man sich so zum Beispiel schminken oder so für die Aufführung. Und ja, ich habe es komplett vergessen. Und falls euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo da lassen. Und ja. Okay. Ja. So, geschafft. So. Okay. Das war schon mal. Theater. Ja, und was dieses Gebäude ist, das wird die Arztpraxis. Ja, hier ist die Kasse, wo man, also man zum Beispiel, ich stehe hier und sage, ich will zum Zahnarzt zum Beispiel. Also hier ist, also Arzt, hier
wird der Kinder... Nein, der ganz normale Arzt sein und hier der Kinderarzt. Also ich habe schon an... Aber ich habe... Ja, also ich habe schon mal an alles gedacht. So, hier wird das Wartezimmer vom Tierarzt sein. Hier wird auch der Tierarzt sein. Und hier ist der Zahnarzt. Und was das hier ist, das ist zum Beispiel, ja, beim Zahnarzt, ja, da muss man so liegen. Und dann wird der Zahnarzt die Zähne reinigen. So. Und ja, das ist auch das, was ich machen will. Ich will mit euch nämlich die Arztpraxis fertig machen. Also, ich weiß gerade nicht, wie hoch und, also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das ist 10 mal, also die Länge ist 17 Blöcke und die Höhe ist, ich habe es komplett vergessen, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 hoch und, also 10 hoch und 10 lang und die Breite ist 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also Breite 16, Höhe 10 und Länge 17. Also wenn ihr die Arztpraxis nachmachen wollt oder daraus zum Beispiel ein Haus. Das hat wieder mal Helena gemacht. Aha. Tut einfach so, als wäre hier nichts. Als wäre hier nichts. Einfach nichts. 1000 Jahre Schlaf. So. Und den Dorfbewohner lasse ich mal unter der Erde, weil dieser Dorfbewohner interessiert mich nicht. Tut einfach so, als ob hier nichts gewesen wäre. Tut einfach so. Wir haben nichts gesehen. Tut einfach so. So, okay. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Also, hier muss der Raum sein. So, ich will mit euch mal die Stadt bauen. Also das baue ich nicht. Und ja. Und die Räume könnt ihr so gestalten, wie ihr wollt, wie immer. Glaube ich. Ja. Nein, es war noch nie wie immer, oder? Ich bin mir da nicht sicher. Nicht oder doch nicht wie immer. So, das tun wir einfach so. Und ja. So, Meiningen, ich muss noch, als Stadt habe ich ganz schön viel Mühe, brauche ich ganz schön viel Mühe, weil Helena mich währenddessen die ganze Zeit, während Helena mich die ganze Zeit nervt, muss ich auch die Stadt bauen ich sei, dann hättet ihr es nicht so leicht, mit eine Stadt zu bauen. Weil ich muss Meiningen noch eine Schule bauen, ich muss eine Polizeistation bauen, eine Feuerwehrstation. Ach ja, und was dieses ganze Grundriss betrifft, das wird der Platz sein, wo man so Feste feiert und so. So, dann, ich muss ganz viel bauen, zum Beispiel Sporthallen und so bauen, Tennisplätze und so weiter und so weiter. Also das, und dann muss ich noch Wohnungen bauen und Häuser. Leichter gesagt als getan. So, habe ich irgendwas vergessen? Ah ja, hier. Ach super. Was mache ich jetzt? Dann tue ich das hier einfach weg.
Eigentlich habe ich eine bessere Idee. So, da wir... Ich baue es einfach so. So und dann so. So, dann tun wir einfach so, als ob nichts passiert wäre. Oder wir bauen es einfach so. Ja, wäre besser. So, und dann baue ich mal die Müll. Das, ja, und hier kann der Tierarzt noch einen schönen Ausblick nach draußen haben. Ja. So, eins, zwei, so, Katzentier. Katzentiere sind auch gut fürs Gefängnis. Ah ja. Ja, und ein Gefängnis muss ich auch noch bauen. So, das hier. Ja, und hier. Hier wird das. Also hier wird ein Flur sein und hier wird das Wartezimmer für den Zahnarzt sein. Hab nur was gedacht. Nur 11 Minuten schon. Hätte ich eine bessere Kamera. So. Drei. Lala. So. So. Allergie. Und vielleicht wird entweder und nächstes Mal werde ich und Helena gemeinsam ein Video machen. Und zwar entweder Hello Neighbor oder einem Hello Neighbor Map in Minecraft oder eine PvP Map. Das wird lustig mit Helena. So. So. Ja, das ist ja auch noch. So. Und dann muss ich noch Licht anbringen. Sogar ein Haus hat viel Arbeit. Sogar ein ganzes Gebäude hat viel Arbeit auf Lager. Nur noch die Fenster. Ja, die Fenster. So. Und falls ihr es wissen wollt, die Fenster sind immer ein Abstand. Immer bei den Fenstern einen Abstand haben. In der Mitte lasst ihr so drei frei. Eins frei, Fenster, eins frei, Fenster. Und hier, zum Beispiel hier, eins frei, Fenster, Fenster. Und dann hier drei frei. Und dann wieder Fenster. So. Was mache ich jetzt? Und dann hier. Eins. Dann hier. Eins. So, das sollte gut sein. Ja. Hier. Hier noch ein paar Scheiben. Sollte
mich nicht einsperren. So, hier fehlen noch ein paar. Und unten auch noch. Und dann beim Zahnarzt. Und dann noch unten. Das wird kein Spaziergang für mich. Und was das hier eigentlich betrifft, das hier ist so ein Tisch, wo man zum Beispiel Computer und dann muss ich noch einen Tisch, zum Beispiel hier, so wo man Medikamente sind und so. Also nicht Medikamente, sondern so die Sachen, also für den, ja, ihr versteht schon, was ich meine, glaube ich. Ja, geschafft. Noch 7 Minuten, oh, das muss ja, das war ja schnell. Das ging ja schnell eigentlich. Ja. Ganz schnell. So, jetzt will ich ein bisschen Licht, weil ich habe keine Lust, das Monster hier spawnen. Ganz besonders keine Endermans. So, hier. Ups. Und dazu noch die Fenster. Jetzt geht's so. Okay. Hier fehlen noch ein paar. Hier fehlen noch ein. Wieso habe ich so viele Fenster gemacht? Naja. Aber das ist das Ding. Ja, hier wird der Patient sein. Also das Kind. Und da brauche ich auch ein Schild, und das nenne ich Arztpraxis. Und das ist die Arztpraxis. Arztpraxis. Ja, Arztpraxis. So. Jetzt ist das offiziell zum Arztpraxis ernannt. Von Bürgermeister Pedro Coutinho. So. Ja. Noch 4 Minuten. Oder vielleicht werde ich auch ein Video machen, wo also in Ägypten, und da bin ich da ein Archäologe, und so ein Tablet machen wir das. Nicht auf der Xbox. Huh, ob ich der Nachbar von Helena sein werde oder Helena mein Nachbar. Also entweder spielen wir Hello Pedro oder Hello Helena. Das kommt mir irgendwie verdächtig vor. Aber ist auch nicht so schlimm. So. Hier damit als Orientierung werde ich hier schreiben. Kinderarzt. Also hier werde ich Kinderarzt schreiben. Hier Kinderarzt. So, Kinderarzt. Und hier ist Arzt. Also Erwachsenenarzt. Oder wie man. Erwachsenen. Wie soll ich. Schreibt man Erwachsenen? Ja. Gibt's nicht. Okay, dann schreibe ich einfach Arzt. So, einfach so.
So, und dann noch hier ein bisschen. So. So, geschafft. So. Ja, und das hier auch noch. Ich habe nicht gesagt, dass ich die Tür ab, dass die Tür abgebaut werden soll. Ah ja, ich glaube, dieses Loch ist, also ich habe so welche Hügel in die Luft gesprengt, weil ich es nicht mit Hand machen möchte. Puh, da werde ich glatt umfallen. Ich werde also, und das ist einfach so der Fluss. Also wenn man hier herumschwimmt, ich habe das hier so gebaut. Die ganze Erde ist unter einem Fluss. Also ich meine über einem Fluss, Entschuldigung. So. Kein Kinderspiel für mich und mein Leben. Yep. Eine Minute noch. Das werde ich noch schnell zu Ende machen, die Arztpraxis, und dann werde ich es euch nächstes Video zeigen. Ja, so, wir haben noch ein paar Sekunden. So, ich mache nur noch schnell diesen Boden fertig und dann verabschiede ich mich. Oder den anderen. Oder nein, das geht leider nicht. Okay, ja, ich muss das Video ist. Die Kamera hat nicht mehr viel Zeit. Und ja, da muss ich mich wieder verabschieden. Und dann sage ich mal wieder Tschüss und auf.